Willkommen zum Frequent Traveler TV Weekend Update Nummer 14. An dieser Stelle erstmal an alle natürlich da draußen frohe Ostern an diesem Osterwochenende und vor allem die Woche davor, die Karwoche, das war ja alles relativ ruhig und beschaulich, um es zu sagen. Aber diese Woche gab es trotzdem einige News. Zum Beispiel Air Canada hat bekannt gegeben, dass sie Transat nicht übernehmen. Die 737 MAX 8 200, so heißt sie, glaube ich, ganz genau, von Ryanair, ist zertifiziert worden mit der Extratür. Es gab einige April-Scherze von einigen Fluggesellschaften. Emirates hat Hochzeitsreisen angeboten, im Prinzip, dass man in der Onboard-Lounge sich das Ja-Wort geben kann. Das war einer der Scherze. Aber auch bei Miles & More hat sich was getan. Es gab Meilen Schnäppchen und diesmal auch vielleicht eine Überraschung. Das ist eins der Themen. Dann die First-Class-Deals in Paris neigen sich dem Ende. Dafür gibt es aber wieder Deals in der Business-Class, ex-Skandinavien. Hyatt verkauft wieder Punkte. Die Deutschen mehrheitlich wollen ein Ausreiseverbot, irgendwie so fast zwei Drittel. Und was war noch ein Thema? Die Leute fliegen trotzdem nach Mallorca, auch wenn man das nicht so toll findet. Das war eine interessante Sache. Und Lufthansa integriert diese Covid-Tests dann in ihre eigene App. Zum Beispiel für Ziele nach Nordamerika, aber auch für Mallorca als Beispiel. Ja, das ist ein kleiner Aufriss. Aber wenn ihr mehr wissen wollt und wenn ihr ein bisschen mehr in die Details von mir oder mit mir gehen wollt, dann bleibt dabei. Nach dem Intro geht's direkt weiter. Mein Name ist Lars Korsten. Ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte, mehr Status zu bringen. Und mit diesen Weekend-Updates halte ich euch auf dem Laufenden, was in der letzten Woche so passiert ist. Meistens Meldungen, die vielleicht nicht so bearbeitet worden sind, wie ihr es von uns erwartet hättet. Wir wollen sie aber trotzdem erwähnen, weil sie einfach manchmal vielleicht zu klein sind, dass man sie übersieht. Ihr wisst ja auch immer, ein Like dalassen, ein Dislike und vor allem erst, wenn ihr die Sendung komplett gesehen habt. Aber subscriben könnt ihr sofort, damit ihr es nicht vergesst. Lasst uns auch ins erste Thema direkt einsteigen. Das sind die neuen Lufthansa Swiss Business-Angebote ex-Skandinavien. Da gibt es interessante Ziele. Bangkok zum Beispiel als Ziel geht irgendwo los bei 1.600 Euro. 1.700 Euro kann man dann schon nach Singapur fliegen, was ja ein bisschen weiter weg ist. Mein persönliches Traumziel ist Los Angeles, 2.200 Euro. Ist natürlich ein bisschen im Moment noch kritisch, wobei man aus den USA gute Dinge hört, dass da ab Mai eventuell geöffnet werden soll. Bedingungen sind keine bekannt, aber ich denke mal, der Klassiker wie immer, PCR-Test, 14 Tage Quarantäne, kann man vielleicht umgehen bei negativen Test. Aber lasst uns mal über die Eckdaten sprechen. Der Reisezeitraum ist bis Februar 2022. Mindestaufenthalt ist 6 Tage oder die Sunday-Rule, das heißt also von Samstag auf Sonntag. Und der Maximalaufenthalt mit diesem Tarif sind 12 Monate. Buchungsklasse, wie immer, ist Buchungsklasse P. Hat Vorteile, hat Nachteile. Buchungsklasse P, der Vorteil ist ganz einfach. Ihr kriegt günstige Business-Class-Tarife. Aber Meilen sind natürlich dann nur 100% bei Lufthansa. Bei Aegean, bei Asiana, bei United gibt es 100, aber bei den erst beiden genannten, bei Aegean, Miles & Bonus, aber auch an Asiana sind es 0%. Türkisch gibt übrigens bei Miles & Miles auch 0%. Nur, dass ihr es wisst. Ansonsten gibt es bei SAS Eurobonus 100%. Singapore Airlines gibt 125%. Das ist die Lufthansa P. Bei der Swiss sieht das in der P ganz anders aus. Da geben Aegean, Asiana, Türkisch auch 100%. Bei Singapore Airlines gibt es immer noch 125% und bei SAS Eurobonus natürlich gibt es 100%. Aber denkt dran, nochmal ein kleiner Insider-Tipp. Wenn ihr in der diskontierten A-Klasse fliegt, das ist die First Class reduziert, also aus Paris nur als Hinweis, nicht auf der Swiss fliegen, wenn ihr Eurobonus sammeln wollt, weil Eurobonus euch da keine Punkte für gibt. Das ist bei der Swiss so, also 100%, also das ist fast keine Punkte. Schon 200% ist ja First, aber 200%, nicht die 300%, da gibt es halt weniger. Ja, das war der Deal aus Skandinavien. Stockholm, Oslo wären Abflugziele, Kopenhagen zum Beispiel, nur damit ihr da Bescheid wisst. Reiseziele sind, wie ich ja schon sagte, mehrheitlich Asien, aber auch Nordamerika ist dabei und wie immer Indien und Afrika, auch Johannesburg und so weiter. Also da gibt es einige. Jetzt komme ich zu einem Thema, was euch vielleicht auch interessiert, Meilenschnäppchen. Meilenschnäppchen, ganz genau. Das ist ein Thema, was am Anfang des Monats immer interessant ist. Ich habe es diesen Monat ehrlicherweise nicht als Thema aufgegriffen, weil ich dachte, ach, die waren so langweilig beim letzten Mal, da ist nichts passiert. Und kaum schwupps
Es passiert was, und zwar bei der LOT. Die LOT bietet bei den Meilenschnäppchen den Flug nach Colombo an für 70.000 Meilen anstatt 142.000 Meilen. Tokio Narita mit der Austrian für 70.000 Meilen anstatt auch hier wieder die 142.000, aber auf Austrian ex Wien. Ne? Dann bieten sie auch Chicago an, aber auch Newark mit 55.000 anstatt 112.000 Meilen. Das ist doch eine geile Geschichte. Aber vergesst einfach nicht, dass ihr zuzahlen müsst. Bei der Lufthansa oder bei der Lufthansa-Gruppe im Allgemeinen sind die Zuzahlungen immer sehr hoch. Das sind so roundabout 500 Euro, mit denen ihr rechnen müsst. Auch hier wieder, ihr könnt im Rahmen der Fair Use Policy, hätte ich fast gesagt, umbuchen. Heißt also, ihr könnt, solange die Verfügbarkeit der Klasse da ist, umbuchen gegen Fair Difference. Aber Erstattung geht halt wirklich nur in dem Moment, wo man den Flug von Lufthansa-Seite oder von dem dann ändert. Das wäre eine Möglichkeit. Also wie gesagt, da ist mal endlich mal was bei den Meilenzielen dabei. Ansonsten gibt's das auch in der Economy Class. Gehe ich noch mal extra auf ein. Und die europäischen Ziele natürlich, die kennt ihr ja alle. Schaut's euch einfach mal selber an. Eine spannende Geschichte hat sich auch zugetragen. Ich habe das ja schon gesagt mit der 737 MAX 8200. Die ist zertifiziert worden mit einer zusätzlichen Tür, damit man fast 200 Leute, also 196 Leute reinbekommen kann. Die letzte Reihe, die Dreierreihe, wird für Personal vorbehalten. Das heißt also, wenn da irgendwelche Personaltransfers sind, weil da kein Fenster ist. Ihr kennt das vom A320 ja auch. Da ist ja auch in der letzten Reihe das Fenster etwas speziell. Aber warum ich das mit der Boeing 737 MAX nochmal sagte, Southwest hat 100 Stück gekauft. Die haben ja schon etliche. Und eine Option auf 155 Flugzeuge. Das ist die größte Bestellung von 737 MAX nach der Krise. Und was das Spannende an der Geschichte ist einfach, wenn man sich das anguckt, wie viel Rückstellung Southwest Airlines gemacht hat in dem ersten Jahr mit den Flugzeugen, wo sie kommen sollen, und dann einfach durch die Anzahl der Flugzeuge, die kommen, teilt, dann sind das keine 700 US-Dollar. Also das heißt, jedes Flugzeug kostet nur 23 Millionen. Und das ist ein absolutes Schnäppchen. Also, aber bei der Menge ist Boeing wahrscheinlich froh, dass sie die Dinger vom Hof kriegen. Vielleicht sind das auch Flugzeuge, die sie auf dem Hof haben, die sie einfach jetzt umlackieren, weil es ja einige gibt, die auch nicht abnehmen, werden dann umgerüstet, umspezifiziert, damit die auf Southwest auch fliegen können. Also das wäre eine Geschichte, die spannend ist, weil Southwest ja auch die 737-700er ablösen will. Man hatte mit den Airbus geliebäugelt. Also da gab es da dann einen großen Gegner, hätte ich fast gesagt, also zumindest ein Drohszenario, Drohkulisse, wo die gesagt haben, hey, wir nehmen Airbus, die haben die 220er-Serie zum Beispiel genannt. Und da ist dann wohl Boeing letztendlich eingeknickt. Eine News aus den Meilenwelten der Lufthansa Miles & More, wo ich euch näher bringe, das ist das Abo von der Welt, genau. Welt, ich meine, ich selber lese die Welt nicht gerne, oder zumindest würde ich nicht bezahlen. Ich weiß es nicht. Ich lese sie ab und zu, aber es ist halt jetzt nicht so my favorite. Aber auf jeden Fall könnt ihr da 60.000 Meilen bekommen für 730,80 Euro. Muss ich ganz genau sagen. Ich hatte das ja schon mal in der Ausgabe gesagt, wo die Meilen-Highlights sind. Aber ich will wirklich nochmal darauf hinweisen, weil da kriegst du wirklich einen 60.000 Meilen mit diesen 730,80 Euro auf einen Schlag. Und man bekommt dann ein Jahresabo. Und wichtig ist halt wirklich, dass die Meilengutschrift relativ schnell erfolgt. Ende der Aktion ist der 31.05. Und ihr müsst natürlich wie immer vergessen bei Zeitungsabos oder nicht vergessen, dass ihr das Abo kündigt. Ganz genau. Ja, dann die News hatte ich ja auch schon gebracht aus Kanada mit Air Canada und Air Transat. Die sind quasi abgelehnt worden mit der Begründung, dass man in Europa da nicht mehr was werden kann, weil die Wettbewerbskommission da sagt, das wollen wir nicht. Genauso die Erfahrung hat die Lufthansa ja auch gemacht. Deshalb haben sie freiwillig mit der Condor wieder Verhandlungen aufgenommen über die Zubringerflüge. Heißt also, dass dieses Wettbewerbsrechtsbüro in Brüssel doch sehr, sehr aktiv ist mit der dänischen Dame. Was für uns als Vielflieger und Vielreisende natürlich sehr gut ist, weil wir natürlich so die Preise auch ganz klar da gucken können, dass wir nicht in irgendeiner Art und Weise überfordert werden, dass es ein Monopol gibt. Also insofern, da könnt ihr dann auch sicher sein. Hey, was gab's sonst noch an News? Im Prinzip eigentlich das Übliche. Es bleibt mir wie am Schluss immer nur zu sagen,
obwohl die Ausgabe heute eigentlich relativ kurz ist, weil es ist nicht viel passiert, ehrlicherweise. Die neuen Risikogebiete, es gibt halt eine Änderung für die Niederlande. Ab morgen, übermorgen, den 6. April, wird die niederländische Überseegebiete werden dann als ein Hochinzidenzgebiet eingestuft. Und dann gibt es noch andere neue Inzidenzgebiete, aber die gelten eigentlich schon seit gestern, 3. April. Und das wären dann Chile und Peru, ist also komplett noch ein Hochinzidenzland. Neue Risikogebiete sind Kroatien und Spanien und Gebiete, die derzeit nicht mehr gelten. Einige Gebiete in Finnland sind rausgenommen, Irland und Portugal. Also nicht so viel Bewegung, wie es sonst immer ist. Da lege ich mein iPad auch direkt weg. Danke euch, dass ihr bei der heutigen Folge vom Frequent Traveler TV Weekend Update Folge 14 dabei wart. Jetzt könnt ihr das Like dalassen, das Dislike dalassen, aber auch die Kommentarfunktion benutzen. Und wer noch nicht subscribed hat, subscribe einfach, damit ihr keine Ausgabe mehr verpasst von unseren News, aber auch von unseren Reise-Updates. Wenn ihr Fragen an mich habt oder wenn ihr beim Zoom-Call dabei sein wollt, wir haben zum Beispiel jeden zweiten Sonntag einen Zoom-Call, jeden Abend haben wir einen Clubhouse-Call. Die Links habe ich unten. Heute ist auch wieder ein Call. Da werde ich den Link auch nochmal posten in den einschlägigen Facebook-Gruppen. Also, jetzt ist aber wirklich Schluss. Danke, dass ihr dabei wart. Und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid bei der nächsten Ausgabe von Frequent Traveler TV. Bis dann und ciao.